Hallo ihr Lieben! Hallo! Herzlich willkommen bei Do It Yourself Inspiration und herzlich willkommen zu einem neuen 5-Ideen-Video. Heute gibt es für euch 5 coole neue Ideen gegen Langeweile, auch schon für die nächsten Sommerferien. Als erste Sommerferienidee geht's direkt mit Eiscreme los. Ich zeige euch super leckere Eiscreme-Sandwiches und wie ihr sie selber machen könnt, seht ihr jetzt. Für diese Eissandwiches braucht ihr Cookies. Ich habe hier Schoko-Cookies. Dann habe ich hier einen Cookie-Cutter, also einen Keksausstecher in der passenden Größe. Und damit werden keine Kekse ausgestochen, sondern das Eis. Ich habe hier schon mal ein Eisstück passend zugeschnitten. Dafür habe ich wirklich die Eispackung genommen, bin mit dem Messer durchgegangen und habe das Eis wirklich geschnitten. Geht bei richtig hartem Eis sehr gut. Also das ist nicht angeschmolzen oder so. Momentan natürlich bei den Lampen wird es ein bisschen flüssiger, aber daher arbeite ich jetzt schnell und steche mein erstes Eisstück aus. Das wird hier auf den Cookie draufgesetzt. Dazu kommt dann das Gegenstück. Schön festdrücken. Ihr könnt es dann auch noch mal kurz einfrieren, aber bei mir kommen vorher noch Streusel drauf. Yummy, so lecker sieht das Ganze jetzt aus. Und ich mache jetzt noch den zweiten und dann werden sie noch mal schnell eingefroren. Die beiden Sandwich-Eis sind jetzt aus dem Gefrierschrank zurück und richtig schön fest geworden. Das nochmalige Einfrieren ist einfach nur dazu da, um sie zu stabilisieren. Also wenn ihr sie direkt wegfuttern wollt, überhaupt kein Problem. Tja, was kann man machen, wenn einem total langweilig ist? Aufräumen macht natürlich keinen Spaß, aber wenn man sich dafür ein paar schöne Aufbewahrungen bastelt, dann macht es auf jeden Fall gleich schon viel mehr Spaß. Und in so schönen Aufbewahrungen, dass alles gut strukturiert und man hat einen guten Überblick und dann sieht es gleich am Schreibtisch oder im Zimmer etwas ordentlicher aus. Ich zeige euch heute, wie ich eine schöne Aufbewahrung bastel. Dafür habe ich einfach einen Karton, das ist so ein Versandkarton, und da habe ich oben die Pappe einmal komplett abgeschnitten. Dann habe ich hier Pappe und Papier in verschiedenen Farben und Mustern. Da habe ich mir so Papier rausgesucht, was alles so farblich ganz gut passt. Also ich habe mich so an Pink und Gelb und Rosa gehalten. Und die Gummibärchen fand ich auch cool, die sind auch mit dabei. Und das sind zum Teil auch Pappreste. Also da könnt ihr gerne auch was nehmen, was ihr schon angeschnitten habt und euch einfach ein bisschen was zurechtschneiden. Für die Übergänge habe ich noch ein bisschen Washi-Tape, auch passend so in Pink und Gelb und noch ein bisschen Blau. Und das Ganze werde ich mit diesem Bastelkleber bekleben. Das funktioniert ganz gut und natürlich braucht man auch noch die Schere. Ich fange jetzt einfach hier an einer Ecke an und trage da erstmal ein bisschen Klebstoff auf. Und da klebe ich jetzt hier das erste Stückchen Pappe fest. Ihr könnt natürlich auch sehr, sehr gut Geschenkpapier benutzen. Das eignet sich super. Oder vielleicht auch einfach Zeitungsreste oder Prospekte. Was Schönes ausschneiden und aufkleben. Und dann hat man hinterher einen kunterbunten Karton. Jetzt werde ich hier oben das etwas höher abschneiden. Dann hier nochmal Klebstoff auftragen und dann einmal hier nach innen knicken. Dann hat man auch eine schöne Kante hier. Wenig später habe ich jetzt einmal komplett rundherum alles beklebt. Ich habe ja eben schon gesagt, so an den Übergängen zum Beispiel hier oder auch hier an den Übergängen zwischen den Pappen, da werde ich das Ganze noch mit ein bisschen Washi-Tape dekorieren. Und als erstes benutze ich dieses niedliche Washi-Tape. Da sind so kleine Eishörnchen drauf. Das Ganze ist ja eher sommerlich, mit diesen hellen Farben. Und ich glaube, da passt das wirklich ganz gut zu, wenn ich das hier einmal drüber klebe. Schon wieder Eis, diesmal etwas breiter und mit hellblauem Eis. Und schon ist meine Aufbewahrung fertig. Ich habe jetzt hier überall noch Washi-Tape aufgeklebt. Und ich habe hier vorne auch das schon beschriftet. Da sollen nämlich meine Sticker reinkommen. Ich habe jede Menge Sticker und die werde ich alle hier drin sammeln. Dann hat man die alle beisammen und wenn man mal einen Sticker braucht, einfach die Kiste rausholen. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr wollt, hier noch so verschiedene Zwischenwände einbauen. Das habe ich auch schon bei verschiedenen Aufbewahrungen so gemacht. Einfach mit Heißkleber, also eine Pappe zuschneiden und mit Heißkleber hier reinkleben. Und dann kann man in einen Bereich Washi-Tape, in einen vielleicht Papier und Stift
Stifte oder so. Vielleicht möchte man sich das auch in die Nähe vom Schreibtisch stellen oder so wie ich jetzt ins Regal und dann hat man alles schön ordentlich beisammen. Das ist jetzt doch eine ziemliche Kramkiste geworden. Ich habe einfach zu viele Sticker, aber ich denke, da kann man ganz gut so durchgucken und findet dann auch die Sticker besser, als wenn das alles so übereinander liegt. Und es sieht wirklich so bunt aus und hier vorne diese Sticker rollen. Aber ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Was sagt ihr denn dazu? Könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Weiter geht's mit ein bisschen Zimmerdeko. Ich zeige euch eine Foto-Leinwand-Idee. Super einfach selber zu machen und auch eine richtig coole Geschenkidee. Los geht's mit der Leinwandgestaltung. Dafür habe ich hier Acrylfarbe, einmal in so einem hellen Mint und in einem dunklen Lila. Dann so ein paar kleine Glitzersternchen und Glitzerkleber in verschiedenen Farben, um das Ganze richtig zum Funkeln zu bringen. Dann, ihr seht schon, ich habe Handschuhe angezogen. Ich kenne mich, wenn ich mit Acrylfarbe arbeite, habe ich das Ganze noch 2 Tage an den Händen. Deswegen Handschuh für mich. Und es gibt hier eine Tischabdeckung. Da nehme ich einfach dieses rosa Verpackungspapier. Das war um eine Tasse herum, die ich gekauft habe. Und hier habe ich so ein kleines Stückchen Pappe. Damit werde ich die Farbe gleich verwischen. Die Leinwand liegt bereit und es geht los mit den Farben. Der Innenbereich wird hier nachher vom Foto abgedeckt. Deswegen erstmal die Farben außen rum tropfen. Und dann ist es auch schon Zeit für die Wischeffekte. Ihr seht, mit so kleinen Wellenbewegungen kriege ich hier ganz coole Muster hinein. Aber leider geht der Kleber in der Farbe doch ziemlich unter. Deswegen werde ich gleich nochmal neuen Kleber drauf geben. Und Sternchen. Und ich habe mir hier jetzt nochmal ein bisschen extra Glitzer dazu geholt. Der kommt auch noch dazu. Also in die Farbe könnt ihr dann natürlich noch reinstreuen, was ihr so da habt. An Glitzer, an Steinchen, an Sternchen. Und anschließend muss es dann natürlich gründlich trocknen, bevor dann das Foto draufgeklebt wird. Inzwischen ist die Farbe getrocknet und das Bild sieht total witzig aus. Richtig schön glitzerig und die Farben kommen auch richtig toll zur Geltung. Ja, jetzt kommt natürlich noch das Bild dazu. Das wird als erstes einmal aufgeklebt. Und ich klebe jetzt noch ein bisschen Glitzertape drumherum. Und fertig ist die Foto-Leinwand-Idee. In den Sommerferien langweilig ist, dann solltet ihr auf jeden Fall malen lernen. Ich werde euch heute 3 ganz einfache Sachen zeigen, die wirklich jeder malen kann, um denen man im Sommer alles richtig schön dekorieren kann. Vielleicht möchtet ihr euch ein Bild malen, eine Karte gestalten oder vielleicht schon in euren neuen Schülerkalender was reinmalen, wo ihr so Lust drauf habt. Und das erste ist ein Flamingo. Klingt erstmal ein bisschen kompliziert, aber mit ein paar kleinen einfachen Tricks habt ihr ruckzuck einen wunderschönen Flamingo gemalt. Ihr fangt an mit einer 2, dann hier vorne den Schnabel. Und der Schnabel vom Flamingo, der ist ja hier immer so ein bisschen so abstehend. So, jetzt muss natürlich erst noch so der Kopf weiter gemalt werden und jetzt der lange Hals. Von hier bis hier hinten muss ich das jetzt noch verbinden und mein Flamingo bekommt natürlich auch einen Flügel und ein Auge. Und jetzt fehlen noch die Beine und die sehen ja beim Flamingo immer ziemlich komisch aus. Eins ist gerade, da steht er drauf, da male ich einfach hier unten so 2 Striche so als Fuß und dann geht ein Bein, das ist etwas weiter da hinten, nach unten so schräg und dann nach vorne und hier male ich auch 2 Striche. Die stehen ja immer so komisch. Sieht erstmal ein bisschen komisch aus, aber so sieht das wirklich aus bei den Flamingos. Ja, und den brauchen wir jetzt nur noch bunt anmalen und dann ist ein wunderschöner Flamingo fertig. Und ich glaube, das bekommt auch jeder hin. Mein Flamingo male ich gerade noch an. Alles pink und hier den Flügel male ich jetzt rot und den Schnabel male ich dann auch rot, damit so ein bisschen Farbvariation dabei ist. Und die Beine, dafür benutze ich jetzt einen Filzstift.
die male ich einfach einmal nach. So, das nächste super einfache sommerliche Bild, mit dem man auch wirklich total viel variieren kann, ist ein Eis. Und jetzt könnt ihr wirklich ganz kreativ werden, wie ihr möchtet. Das kann man anmalen, wie man will. Oder man kann natürlich schön auch noch hier so eine kleine Zuckerschicht oder Schokoschicht malen. Dann malt man oben das in der einen Farbe und unten in einer anderen Farbe. Man kann noch kleine Sprinkles drauf malen, so kleine Streuselchen oder vielleicht ein Gesicht. Schon habe ich kunterbuntes Eis. Ich habe die einfach mal ganz unterschiedlich angemalt. Ich finde, es sieht auch immer schön aus, wenn man das Ganze dann noch mit so einem schwarzen Fineliner einmal umrandet. Also einfach über den Bleistiftstrich einmal drüber fahren. Und ich habe ja eben schon gesagt, man kann daraus natürlich auch so ein kleines Kawaii-Gesicht oder so noch malen. Also so ein kleines Kawaii-Gesicht mit drauf malen. Das ist auch ganz einfach. Zwei runde Kreise in schwarz und ein kleiner halbrunder Mund. Also da hat man wirklich viele, viele tolle Möglichkeiten. Und das dritte Bild, was ich euch zeigen möchte, ist eine Wassermelonenscheibe. Das ist wirklich ganz einfach. Und dafür male ich einfach einen Halbkreis, dann die beiden Enden verbinden, hier innen drin nochmal einen Halbkreis. Und jetzt muss nur noch das Rot ausgemalt werden, das Grün, und dann sind wir schon fertig. Hier zum Rand hin habe ich ein bisschen blasser das Rot gemalt, also so ein bisschen Platz noch gelassen auch, so einen kleinen Strich. In weiß. Jetzt fehlen nur noch die Kerne und schon ist auch unsere Wassermelone fertig. Und auch da könnt ihr natürlich noch ein Kawaii-Gesicht drauf malen. Und schon sind meine Bilder fertig. Ganz einfache Anleitung. Ich glaube, das kann wirklich jeder malen. Kann man ja auch ein bisschen üben, kann man sich die Zeit mit vertreiben und alles schön sommerlich dekorieren und bemalen. Macht auf jeden Fall super viel Spaß. Ich mache das richtig gerne. Ihr könnt das ja auch mal ausprobieren. Vielleicht habt ihr noch weitere coole Anleitungen, coole Ideen, was man sonst noch so schön malen könnte. Das könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Und nun kommt die nächste Idee. Als nächste Idee zeige ich euch diesen super coolen Papierwürfel. Ein bisschen Origami-Technik, ein bisschen Kleber und schon ist das Ganze fertig. Eine coole Deko-Idee oder auch als kleiner Schaukasten. In der Mitte ist nämlich super viel Platz zum Aufbewahren. Für den Würfel braucht ihr natürlich Papier. Ich habe hier kleine quadratische Notizzettelchen, 8x8 cm groß. Die werden gleich gefaltet und dann zusammengeklebt. Ich habe jeweils 3 Stück und dabei 4 Farben, also insgesamt 12 Zettelchen. Die Farben sind dabei grundsätzlich total egal. Ihr könnt die Aufteilung auch anders gestalten, wenn ihr das möchtet, oder das Ganze einfarbig machen oder euch einfach die Quadrate aus Druckerpapier zuschneiden. Geht natürlich alles. Und ihr könnt selbstverständlich auch einen riesengroßen Würfel machen mit richtig schönem großen Papier. Aber hier 8x8 cm Notizpapier. Und das Falten ist super einfach. Einfach doppelt legen, Seite auf Seite, zufalten. Dann habt ihr so ein schmales Rechteck und das nochmal. Das Rechteck wird dadurch noch schmaler. Und schon bin ich fertig mit dem ersten. Ich zeige euch das Ganze nochmal in Gelb. Jedes von den Elementen klebe ich dann noch ein bisschen zusammen. Also ich nehme mal den Klebestift, mache einen kurzen Streifen rein und nochmal zusammendrücken. Dadurch stehen nachher einfach keine Kanten ab. Für jede Ebene des Würfels brauche ich dann ein Element jeder Farbe. Also es geht los mit Blau, Orange, Weiß und Gelb jeweils einmal. Der Rest kommt kurz noch zur Seite. Und es gibt immer hier die Seite, die auf dem Boden liegt und die, die schon nach oben hoch geht. Dann klebe ich sie zusammen und mache dafür hier ganz an die Seite einen Klebepunkt und klebe ein anderes Element hinein. Dann auf Gelbkleber und lasse das nächste Element, in diesem Fall weiß, auf Gelb liegen und Orange drauf festdrücken. Und jetzt müssen natürlich noch Blau und Orange verbunden werden. Und damit Blau auch oben ist, kommt es hier einmal auf Orange drauf. So, die ersten 4 sind schon mal verbunden. Dann nehme ich mir die zweiten 4 dazu. Wieder von jeder Farbe eins. Und jetzt geht es direkt nach oben weiter. Ich nehme immer eins, ja, zum Beispiel das Gelbe,
und klebe es an eine Position, wo kein Gelb dabei ist. Wie zum Beispiel hier bei Weiß und Orange oder bei Orange und Blau. Und ich achte auch darauf, dass es so reinkommt. Hier greift Weiß auf Orange, das ist ganz unten. Dass dann als nächstes Orange oben ist und Gelb hier nach außen kommt. Ihr seht also, in dieser Ecke habe ich einmal Weiß sichtbar, einmal Orange und einmal Gelb. An die richtigen Positionen mache ich Kleber, also da nach außen. Und hier auch noch, also hier nach innen, da nach außen. Und dann wird Gelb reingesteckt. Hier habe ich jetzt einmal die Seitenansicht mit Orange, Blau und Weiß. Das heißt, dieses Quadrat wird durch Gelb vervollständigt. Und ich schaue jetzt, hier liegt Orange außen, hier liegt Blau außen. Das heißt, hier liegt als nächstes Weiß außen und Gelb dann hier oben. Das ist also die Position, in der ich das Gelb festkleben werde. Das heißt, hier innen kommt Kleber hin und hier außen. Erste neue Seite ist komplett fertig. Dann drehe ich es einmal und es geht weiter. Hier kommt jetzt Blau dazu und die Positionen kennen wir ja schon. Außen, dann hier Innenkleber und es kommt jetzt noch eine dritte dazu. Ich klebe ja hier oben die jetzt auch zusammen. Und jetzt kann ich mich daran orientieren, hier ist Blau außen, das heißt, hier wird Gelb außen sein, also hier unten drunter Kleber und Blau einbauen. Und damit ist mein Würfel fertig. Der Papierwürfel, nicht ganz Origami, aber total hübsch. Eine coole Deko-Idee. Und ihr könnt das Ganze natürlich auch als kleinen Sitzkasten verwenden. Und hier ja, eine kleine Kostbarkeit hineinsetzen. Wir hoffen, euch haben unsere 5 Ideen gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, natürlich Daumen nach oben da lassen. Und wir sind natürlich total gespannt, ob ihr schon Sommerferien habt, wann es bei euch Sommerferien gibt. Einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Und ihr könnt natürlich gerne auch in die Kommentare reinschreiben, welche Idee hat euch besonders gut gefallen oder welche Idee habt ihr schon nachgebastelt. Oder wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns auf unserer App auch ein Foto davon schicken. Also da freuen wir uns immer total, absolut, wenn da Fotos von euch kommen, von Sachen, die ihr nachgebastelt habt. Ja, das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.